Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mafia Definity Edition mit mir, dem Ralf. Von der letzten Folge haben wir, Don Morello vom Himmel geholt und einen neuen Auftrag bekommen. Und zwar sollen wir den anstrebenden Gouverneur, bei einer Rede um die Ecke bringen. Wie genau das jetzt ablaufen wird, das erzählt uns jetzt, denke ich mal, Vincenzo. Zumindest das der gute Don behauptet. Und gucken wir uns das doch mal an. Ah, das sieht alles so schön dreckig aus hier. Hey Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hatte was von dem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen, also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in dem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Okay, das ist neu. Rein und geh zum Wachturm. Ganz oben ist abgesperrt. Dafür ist der Schlüssel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber trotzdem finde ich das komisch. Also im Original hat man die Waffe hier direkt. Man hat sie nicht. Direkt bekommen. Man hat die Grundversion bekommen und hat sie dann zum speziellen Waffenhändler oder zum Waffenschmied gehen müssen. Der hat sie dann umgebaut, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe alles schon so lange her. Aber ich kann mal mit ihm reden. Warum? Politiker gehen gegen uns vor. Wir gegen sie. Knallhart. Nur so wird's Lost Heaven lärmen. Sonstige Muni ist anscheinend voll. Ich vermisse es ein wenig, dass wir vor jeder Mission von Ralph eine neues Auto bekommen haben. Oh. Oh. Kann ich den haben? Viel Erfolg heute. Wem auch immer du ans Bein pisst, Tom. Leider nicht die Cabrio-Variante. Dieses Fahrzeug gibt's auch als Cabrio-Variante. Sieht geil aus. Aber ich repariere gern, wenn ich nicht schlafen kann. So, nehmen wir den doch mal. Berkeley. Nein. Oh, der schnurrt wie ein Kätzchen und der. Oh, schön. Ja. Aber ich wollte gucken, ob wir den Silver Fletcher jetzt bekommen haben oder nicht. Aber den haben wir jetzt zumindest schon mal drin. Eckhart heißt der hier. Eckhart Fletcher, nicht mehr Silver Fletcher. Probieren wir den mal. Er hat leider nicht die besten Werte, die er im Original eigentlich hatte. Er schnurrt wie ein Kätzchen. Angenehm. Man hört ihn kaum. Hat gute Bremsen. Sieht echt schnieke aus. So ein Edelschlitten. Da ist er eigentlich auch. What the fuck? Rammt er mich einfach?
Ja, aber hier geht's nicht weiter, du Pisser. Schwede. Ach, fick dich. Ja, wenn ihr meint. Oh. Was war denn das? Wow. Das war so zwar nicht geplant, aber gut. Aber das Auto ist in der Regel zu schnell für die Bullen gewesen. Also die normalen Bullen hatten gegen dieses Fahrzeug nie eine Chance. Und sieht doch so aus, wie wenn es dieses Mal auch so ist. Sag ich doch. Aber warum der jetzt in dieser Kante so stark hängen geblieben ist? Fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Also Kollisionsabfrage ist manchmal ein bisschen übertrieben. Aber ich frage mich jetzt noch anderes. Oh, ich darf schon nicht mehr. Schade. Ich hätte jetzt nochmal bei Lukas Bartone vorbeisehen sollen. Mist, fällt mir das letzte ein. Egal. Controller wird auf die Seite gelegt. Nein, da. Hey, du da. Komm her. Tonys Mann? Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Und dann geradeaus. Das ist mir egal, könnt ihr von mir aus da bleiben, wo ihr seid. Lasst mich auf den Turm und alles ist schicki. So. Was hab ich denn an Bewaffnung? Nur den Colt. Okay. Keine Ahnung, wo deine Ratte ist. Da kommt jemand! Nein. Keiner von uns. Hier bist du nicht willkommen. Hey, ich warne dich. Oh. Du musst das Tee sein. Hier ist ruhig. Ruhig. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Da kommt jemand. Ruhe.
Lass mal alles aufmachen hier. Oh. Sicherheitsmaßnahmen. Gefängnis von Lost Haven Central Island LH. Oder Lost Haven. Doppelt gemobbelt. Oh je. Ablauf beim Betreten und Verlassen. Ab heute, 1. Juni 1921. Muss diese Regeln geleistet werden. Erstens, ein triftiger Grund für den Besuch muss vorgewiesen werden. Zweitens, stellen Sie sicher, dass sich vor und hinter der Sicherheitstür Wärter befinden. Ziehen Sie den Hebel zum Entsperren und Öffnen. Stellen Sie sicher, dass die Tür umgehend wieder versperrt wird. Nee. Nee. Tun wir nicht. Muss ja wieder raus. So. Guten Tag. Schwarzgebrannt. Der Schwachsinn. Der ist beschäftigt. Du bist ja nett. Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu. Wegen der Fans. Danke. Sei hier drin auf der Hut, Fremder. Wir sind argwöhnisch. Hier, das bin ich nicht gewöhnt. Damals hat mich jeder direkt angegriffen. Okay. Das war ich nicht. War nie nix schuld. Du siehst besoffen, du siehst besoffen aus. Da hinten ist böse. Hallo. Hey, wer bist du? Dein Geld gehört so gut wie mir. Ah, die Klappe. Oder? Nee. Eine wirklich gute Entscheidung. Okay. Solche Verstecke gibt's nicht. Hol ihn nicht rein. Alter, wo lang muss ich eigentlich? Ich bring dich unter die Erde. Hey, hier drüben! Du bist erledigt! Nur noch du und ich! Hier. Wir brechen dir alle Knochen. Hey, okay. Hier drüben! Das war's. Alter. Ruhe. Du kannst nichts einstecken. Wer hat dir was nicht eingesteckt? Ich glaube, ich war das nicht. Oh. Ihr hättet mich nur in Ruhe lassen müssen. Dann wäre nichts geschehen. Ich glaube, das hebe ich mir noch auf.
das Gefühl, ich würde das doch brauchen. Oh. Ihr habt kein Interesse daran, euch rauszuwerfen. Oh, dein Uff. Ja, Nachladeruckle. Das hört sich alles sehr instabil an. Aber die Aussicht sieht geil aus. Ah, da wären wir. Und da liegt die gute Sniper. Da ist er ja. Atmen halten, Shift. Der bewegt sich. Das hat er früher nicht gemacht. Und der hält die Luft nicht lang genug an. Einfach versenkt. One hit. Das war ja klar. Lang genug, dass die Bullen kommen und wahrscheinlich jetzt hier überall sind. Das ist zur Not auch noch mal ganz nützlich. Bleib draußen. Geht gerade nicht. Ah, dann konnte ich von hier direkt snacken. Nice. Liste von Hinrichtungen, Gefängnis von Lost Haven, bla. 29. April, Joel Roberts, Mord. 30. April, Simon Dunlan, auch Mord. 3. Mai, Giovanni Bianchi, aus Little Italy, Raub und Mord. 5. Mai, P. Ricky, Mord. 10. Mai, Harold Smith, Mord. Und 11. Mai Rufus Simmons Mord. Alles Mörder. Uiuiuiui. Da liegt ein Teddy. Den makaber. Der Schuss kam von hier oben. Upp. Aua. Jetzt mal gute Nacht sagen, Leute. Oh. Drehst du dich wieder um? Dreht sich wieder um. Schön, gute Nacht sagen.
Hallo? Will ich schlagen? Soll das? Hallo? Prügel! Jetzt höre ich es so. Ich kann ihn nicht schlagen. Was sollte das? Wieso konnte ich ihn nicht... Ich kann mit dem Ding nicht prügeln. Das ist ein Bug. Oh. Runter von dem Kabel. Sorry. Hab der Controller direkt wieder aufs Kabel der Maus gelegt. Brain Move. Dann sollen wir mal holstern. Aufnehmen. Okay. Das sind komisch. Entweder haben sie das gepatcht. Bei der Maus konnte ich sowohl mit der Nahkampftaste schlagen, als auch wenn ich das ausgerüstet habe, mit der Feuertaste. Also da, wo ich feuere. Naja. Ui. So. Jetzt. Wo ist der? Da. Hallo? Irgendwie haben sie da ein bisschen was verbuggt. Sind wir mal fertig mit dem? Heilige Scheiße! Ich nehmt ihn in die Zange! Das machen wir dann jetzt anders. Nehmt alle fest, die ihr seht. Die Polizei. Das war nicht festnehmen, was die gemacht haben. Ich hab's genau gesehen. Ich hab geschlagen, weil jetzt die gesagt haben, nur festnehmen. Aber nein, die haben direkt geballert. Ooh.
Hallo? Danke. Oh, das war dann der. Bam. Okay, der war gut schnell. So. Oh, jetzt im Karton. Aber die haben mir wenigstens Munition gebracht. Und halt. Kann ich mich hier heilen? Habe ich ja extra noch übrig gelassen. Chinga, chinga, ching. Immer her mit der Muni. Hm. Hier könnte ich die Zellen auch alle aufmachen. Wäre das sinnvoll? Hier lang. Kein Plan, ob das hier richtig ist. Oh, das wäre ein Alternativweg gewesen. Sind wir da hier? Okay. Cool. Da wäre man denn so rausgekommen. Dass ich hier hinsetzt. Bleib mal liegen. Das war jetzt alles nicht geplant. Bleibt mal schön am Boden der Tatsachen. Gott. Da war was. Ah, das war ein Lichtbug.
Ja, mache ich auch. Nicht Kopf vorstrecken, das ist eine böse Idee. Nimm das Auto doch. 3 Jahre später. Ja, ich steig mal noch nicht ein. Müsste ich noch mal was ausprobieren. Hier ist zwar nicht mein richtiges Auto. Also ist ein besseres Auto als das, was die mir zur Verfügung gestellt hätten. An der Kante bleibt man so krass hängen. Das Auto ist schon im Sack. Na gut, das wird nix. Dass die meinen Silber Fletcher da nicht mehr haben, oder heißt jetzt nicht mehr anders. Aber dass der Fletcher nicht mehr da ist, dem könnte ich fliehen. Alter, bin doch zentrisch. Alle Wagen, alle Kollegen, bitte vor Ort zusammenfinden. Verstärkung benötigt. Alter, ich hab doch den Hitmarker bekommen. Was? Wo? Ihr standet gerade aber noch nicht da. Zumindest habe ich euch nicht gesehen. Naja. Da würden wir, glaube ich, noch ein bisschen sitzen. Das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe in der Welt für deine Mails noch nicht schönes getan habt, die Notation bitte aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch nicht benachrichtigen, wenn was, wie, in welcher Form bei uns auch so abgeht. Habt ihr noch den Twitter-Account von Dennis, den ihr dann Follower drücken könnt und einstellen könnt, dass alle Feeds angezeigt werden. Denn damit seid ihr eigentlich safe und solltet mitbekommen, wann ein Stream ansteht, wenn mal wieder ein Stream ansteht oder sonstiges. Oder auch natürlich, wenn ein Let's Play von mir online geht. In der Hinsicht, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen!